Das Heimspiel der Würzburger Kickers gegen Werder Bremen, es könnte ein besonderes werden. Und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Sollte die Mannschaft von Trainer Bernd Hollerbach, nämlich den Stadtmusikanten von der Weser, den Marsch blasen, könnten sie zum Beispiel erstmals in Liga 3 drei Dreier in Serie einfahren. Auch wenn das Duell mit der Bundesliga-Reserve von Werder alles andere als leicht wird, zumal mit Royal Dominik Fenel, einer der Leistungsträger, der bisher in allen Spielen der Kickers auf dem Platz stand, gelb gesperrt fehlen wird. Ja klar, Bremen ist eine gute Mannschaft. Die viele Spieler haben schon dort in der ersten Liga gespielt, dieses Jahr auch schon. Also sind von Einzelspielern her sehr gut. Das haben wir auch, ja, glaube ich, gesehen gegen Mainz und jetzt VfB Stuttgart, ja, wo alle schon gesagt haben, ja, das wird ein leichter Gang. Nee, die sind alle individuell sehr gut und wenn man sie spielen lässt, dann, ja, sind sie noch besser. Deswegen müssen wir wieder zuschauen, dass wir Druck machen und aggressiv sind und es wird eine ganz schwere Aufgabe. Zudem braucht Bremen jeden Punkt im Abstiegskampf. Bei einer Niederlage droht den Norddeutschen, die mit im Schnitt knapp 22 Jahren eines der jüngsten Teams der Liga stellen, der Absturz auf einen Abstiegsplatz. Dort will ein Kickerspieler die Bremer aber auf keine Fälle sehen, Clemens Schoppenhauer. Der Innenverteidiger, der in den letzten Partien wegen Knieproblemen pausieren musste, könnte ausgerechnet gegen den Verein sein Comeback geben, bei dem er jahrelang selber spielte. Ja, also natürlich ist es mein Ex-Club, aber im Grunde ist es ein Spiel wie jedes andere auch. Also es gilt, das abzurufen, was wir können und am Ende müssen wir gucken, was dabei übrig bleibt. Für Sentimentalitäten freilich ist am Samstag zumindest für 90 Minuten kein Platz. Denn mit einem Sieg könnten die Kickers nicht nur ihre Heimbilanz 2016 auf 3 Siege und ein Remis schrauben, sondern auch die 42-Punkte-Marke knacken. Genau die hatte Hollerbach in den letzten Wochen zum Ziel erklärt. Ja klar, ist schön jetzt, dass wir 10 Spiele auch über Schluss und die Möglichkeit haben, jetzt auf die genannte Punktzahl zu kommen. Und ich glaube, mit der Punktzahl ist noch keiner abgestiegen. Und deswegen wäre das ein Riesenerfolg für den Verein. Und wir werden alles dran setzen, dass wir unser Heimspiel gewinnen. Für das Ziel Klassenerhalt hat man bereits am Dienstag mit dem souveränen 3:1 in Halle einiges getan. 3 Tore in einem Spiel gelangen den Kickers in dieser Saison zuvor erst 2-mal. Zuletzt allerdings im vorletzten Heimspiel gegen Münster. Damals zweifacher Torschütze Elia Soriano. Und genau der wird nach seiner abgesessenen Rotsperre gleich wieder zurück in die Startelf kehren. Ja klar, bin ich froh, dass er wieder da ist. Das ist unser Torjäger. Ich denke, er hat jetzt in kurzer Zeit schon bewiesen, was er drauf hat. Es könnten also einige Tore fallen gegen Bremen, das mit 42 Gegentreffern die viertschlechteste Abwehr der Liga stellt. Und wenn die Kickers ihre Punkte 41, 42 und 43 einfahren sollten, dann können sie auf Platz 5 springen. Das wäre die bisher höchste Platzierung in der gesamten Saison. Und dann? Ja, dann könnten sich Hollerbach und seine Jungs sogar neue Ziele für ihre erste Spielzeit in Liga 3 setzen.